Diesmal ist es kein falscher Alarm. Diese Wrackteile gehören zweifelsfrei zu dem über dem Atlantik abgestürzten Airbus A330 von Air France. Ein Flugzeugsitz, eine Aktentasche mit einem Air France-Ticket und ein Rucksack mit einem Laptop werden aus dem Wasser gefischt. Auch zahlreiche Leichname von Opfern sind mittlerweile geborgen. Der Fundort liegt etwa 800 Kilometer vor der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha. Für die Opfer wird auf dem Festland ein Leichenschauhaus eingerichtet. Die französischen Behörden bemühen sich um die Identifizierung. Wir sammeln die Gegenstände mit unserem Schiff ein. Die französische Fregatte hilft uns dabei. Alles wird nach Recife gebracht, wo die französischen Behörden zu allem Zugang haben. Die Ursache des Absturzes ist weiter ein Rätsel. Sicher ist, dass das Flugzeug vor seinem Verschwinden 24 technische Fehlermeldungen absetzte. Auch ein Problem mit der Geschwindigkeitsmessung gilt als sicher. Dies bestätigen auch die Ermittler. Ob aber dies den Absturz der Maschine mit 228 Menschen an Bord auslöste, weiß bis heute niemand. Schon vor der Katastrophe hatte Air France den Austausch der Geschwindigkeitsmesser in allen Airbus-Flugzeugen A330 und A340 angeordnet.